Hallo, es ist soweit. Mein Zeltumbau ist fertig. Ich bin wieder in einer tollen Umgebung hier. Der ein oder andere wird es kennen. Ich verrate jetzt mal nicht, wo es ist. Ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich mir gerade ein Zelt umbaue, so wie ich das jetzt gerne hätte. Das ist jetzt zu 95% fertig. Nur noch eine Kleinigkeit, aber ich kann es jetzt schon aufbauen. Und das würde ich euch heute gerne mal zeigen. Die Basis von dem Zelt ist das Lumaland Pop-Up-Zelt. Ich habe das gesamte Gestänge rausgenommen, was mir natürlich super gut gefällt, diese Pop-Up-Geschichte. Aber ich habe jetzt gesagt, ich will es leichter und kleiner haben. Und durch meinen Umbau bin ich jetzt eigentlich vom Packmaß her flexibel, dass ich das Zelt so packen kann, wie ich es von der Größe her haben möchte. Ich kann es auf 44 cm Länge und 17 cm Durchmesser packen. Oder ich kann es ein bisschen länger machen, dann ist der Durchmesser kleiner. Also ich kann es so machen, dass es genau passig in meinen Packsack reinpasst. Und dann die 40 cm langen Stangen, die kann ich natürlich nicht verkürzen. Gewichtsmäßig hat es richtig verloren. Es wiegt nur noch 2,4 oder 2,5 Kilogramm. Ja, und so sieht es aus, wenn es aufgebaut ist. Das Zelt steht stabil und ihr seht es hier schon neben mir. Das gute Pop-Up-Zelt wurde umgebaut, der Pop-Up-Mechanismus wurde entfernt, dadurch ging sehr viel Gewicht verloren und aber auch ein bisschen Aufbauzeit kam dadurch hinzu. Gewicht verloren, Platz eingespart und das war das wesentliche Ziel, weil das Zelt ansonsten gefällt mir ja ganz gut. Es ist ein Drei-Personen-Zelt und wenn ich das auf gutes Packmaß und Gewicht kriege, ist das schon super. Ich muss diese Stangen jedes Mal zusammensetzen. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Da muss ich die Klipse hier einhängen. Aber schauen wir es uns mal an. Also ich denke, das ist noch in einem vertretbaren Rahmen. Ansonsten sieht man, das Zelt steht wirklich Bombe. Ich kann das Zelt nehmen, kann es hochheben, kann es umsetzen. Ja, ich habe hier noch nicht so viel Platz, dass ich es drehen kann, aber das ist absolut stabil. Gefällt mir wirklich super. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Zelte, die mit genau diesem Aufbaukonzept, dass man die kaufen kann. Ich weiß es nicht genau, das ist möglich. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell man es aufbaut. Ist natürlich nicht so schnell wie das Pop-Up-Zelt, aber die Maße, die ich jetzt erreiche mit dem Zelt, die sprechen dann für sich. Das ist für mich dann schon ein Riesenvorteil. Dann würde ich sagen, ich baue es mal gleich kurz zusammen und wir sehen uns dann beim Aufbau wieder. Ich will jetzt mal schauen, wie schnell sich mein neues Zelt, welches ich mir selber ein bisschen umgebaut habe, wie schnell sich das aufbauen lässt. So, ich mache jetzt das Band ab. Das Schöne ist wirklich, man kann es jetzt in jedem beliebigen Maßen zusammenpacken, je nachdem, wie ich es falte. Ob ich es länger falte oder komprimierter, kann ich es dicker und dünner machen. Und das sind hier also die zwei Stangen-Set, die man nach Möglichkeit immer getrennt einwickeln sollte. Das hat den Vorteil, dass die Stangen sich nicht verheddern. Und sonst muss man dann immer suchen. Und das macht es dann halt schon ein bisschen leicht. Wie man sieht das hier, ich kann es auch trocken aufbauen. Selbst wenn unten der Boden mal nass ist, bleibt das Innenzelt trocken, genau wie das vorher bei dem Pop-Up-Mechanismus auch war, weil ich es einfach übereinander legen kann. Das ist also sehr einfach. Jetzt quassel ich natürlich viel, das geht auf die Aufbauzeit. Naja, egal. Ich sag mal, ich mache jetzt hier keine Hochgeschwindigkeit. Also diese Stangen, die habe ich mir aus dem Internet besorgt. Das sind 8,5 mm Stangen aus Aluminium, leichtes Aluminium. Machen einen ganz guten Eindruck. Auch das Band da drinnen sehr robust. Das ist halt jetzt etwas, was ich zusammenstecken muss. Und hier auf den Enden habe ich mir so eine Spezialbefestigung gemacht. Aus einem speziellen Zusammenbau von dem Pop-Up-Zelt und ja, im Prinzip Marke Eigenbau ist das. Ah, komm rein. Doch, die Stange sitzt schon mal. Ich schmeiße die mal runter. Dann kommt die nächste. Ja, das Pop-Up-Zelt würde jetzt wahrscheinlich schon stehen. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Kompromiss. Aber viel mehr als diese Stangen zusammensetzen, ist dann auch nicht der große Zeitaufwand. So, jetzt habe ich hier unten auch so ein Röhrchen, wo ich das wieder einstecke. Mache dann das gleiche auf dieser Seite.
ich das habe, kann ich mein Zelt hier einklipsen mit dem ursprünglichen Häkchen, wie beim Pop-Up-Zelt auch. Die Stange klappe ich jetzt auch noch hoch. Habe ich jetzt nicht ganz geschickt gemacht. So. Schnappe mir einfach erstmal einen Haken. Dann steht das Ganze. Und das ist jetzt halt der etwas größere zeitliche Aufwand, der entsteht, dass ich die Häkchen hier einklipsen muss. Ich würde mal sagen, jetzt ist alles erträglich. Und es geht halt auch bei schlechtem Wetter noch einigermaßen in einem ganz guten zeitlichen Rahmen. Das ganze Gestell, das zieht sich automatisch von selber an die richtige Stelle. Muss man nichts ausrichten. Und wie man sieht, steht das Zelt auch richtig schön straff. Dadurch ist es ein bisschen strammer. Ja, und fertig ist es. So, ich drehe es mal einmal um, damit man sieht, dass es auch selbststehend ist. Es ist zwar ziemlich eng hier. Wie geht das? Das ist krass, dass ich hier nichts umschmeiße. Ich mache mal die Kamera ein bisschen hoch, dann könnt ihr das oben auch sehen, wie das jetzt oben aussieht. Man sieht also, dass das sehr schön straff ist hier. Ja, also da muss man nichts mehr spannen oder irgendwas. Sollten sich irgendwann diese Klipse verabschieden, kann ich die Stangen auch noch hier durch diese Bänder, durch diese Schlaufen ziehen. Aber selbst wenn ein Clips mal fehlt, dann ist das fürs Zelt auch noch kein Beinbruch. Ja, sieht nicht mehr so schön aus, aber deshalb fällt es nicht ineinander zusammen. Ja, ich bin da völlig happy damit. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Reisezelt auf größerer Reise. Also ich habe unten von dem Pop-Up-Zelt unten die Füße, die werden ja so eingeklipst da unten. Die habe ich abgesägt auf so eine Länge ungefähr. Und dann habe ich eine 12 mm Aluminiumhülse draufgesetzt, die ungefähr 6 cm lang ist. Und die habe ich mit Karosseriekleber verbunden, sodass ich eine 4 cm tiefe Hülse bekomme, wo ich diese Stange reinstecken kann. Ja. Das lässt sich dadurch sehr gut aufbauen, ist unten auch sehr stabil und ich habe diesen festen Mechanismus unten, der vorher an dem Zelt war, was mir sehr gut gefiel. Und dadurch lässt sich das jetzt auch sehr gut und stabil aufbauen. Also da springen die Stangen nicht raus oder irgendwas. Und das Einzige, was noch fehlt, ist halt diese kleine Plane, die oben drauf kommt. Die wird ja auch hier eingeklipst, aber die braucht eine Länge, die ungefähr hier sitzt. Und dann muss ich mir hier noch ein paar Bremsen einbauen, damit das Band nicht hochrutschen kann, weil sonst flattert das da oben drauf und sitzt nicht richtig fest. Ich zeige euch jetzt mal unten noch die Füße. Das hier ist das kleine Konstrukt. Ja. Hier oben eine Aluminiumhülse, wenn man da reinguckt, da wird also die Stange reingesteckt. Und hier unten dieses schwarze Teil, das ist einfach das Ende des Originalgestänges vom Pop-Up-Zelt. Da ist hier noch ein Stumpf dran von 2 cm in etwa. Dort habe ich den abgesägt und dann mit Karosseriekleber das verklebt. Also das sitzt bombenfest, da passiert nichts dran. Und das Gute ist, hier unten ist ja diese Nase dran. Das heißt, man steckt das rein, dreht das und dann sitzt das immer fest am Zelt. Ja, also das kann nicht verloren gehen. Und damit habe ich die Hülsen immer fest am Zelt und dadurch, dass das so relativ gut gespannt ist, kann die Stange hier auch nicht raus, wenn ich das Zelt hochhebe. Also gefällt mir sehr gut von der Konstruktion her. Und das Ding muss man schon mit einer Zange unten einsetzen, also bis man diesen Clips dann unten einmal gedreht hat. Das kriegt man so mit den Fingern nicht hin. Da muss man also mit der Kombizange einmal unten drehen, weil der so verriegelt in dem Kunststoff, dass man das mit dem Finger fast nicht zurückkriegt. Ja. Ich zeige euch mal, wie ich das einsetze. Um die Stange hochzuheben, mache ich hier mal die zwei Klipse los. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, jetzt könnt ihr hier diese Öse sehen. Und das Ding kommt jetzt so da reingesteckt. Und dann kann man von unten mit einer Kombizange das Ding drehen. Und jetzt kriegt man das eigentlich nicht mehr los. Das ist jetzt fest. Ja. Und dann kommt einfach hier die Stange wieder rein. So. Ja. Und das war es dann schon. Und so hält es dann auch. Und dann kann ich jetzt hier wieder einhängen. Und fertig ist das Konstrukt. Jetzt wisst ihr, was ich gemacht habe. Ist kein Hexenwerk gewesen. Sicherlich gibt es auch Zelte, die in dieser Art so gekauft werden können. Ich weiß noch nicht, ob es in der Größe ist.
Das hier ist ja ein Drei-Mann-Zelt, also ich behalte also einen relativ großen Zeltraum für mich und habe trotzdem ein kleines Packmaß mit einem relativ guten Gewicht. Soweit von dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.